gerade schon, ja. Habe ich die beiden getriggert? Oh, und ich töte den sogar. Sehr gut. Aber natürlich töte ich den. Weiter. Die haben nicht viel Verteidigung. Ich glaube, jeder wird hier Level 8 auf jeden Fall sein am Ende. Ne? Ah, da kommt schon wieder die nächsten. Ich eigentlich Banddinger hier sammeln, ja, ne? So, müssen wir noch eine Runde euch erledigen, nehme ich an. Bring's noch nicht mal. Hier mit triffst natürlich wieder nicht damit. Okay, aber eine Runde die noch platt, ja, voll einfach. Bin eigentlich nur da, um mich beschäftigt zu halten und mir auf die Nerven zu gehen. Na, ihn hier hau ich schon fast mit einem Schlag wieder kaputt. Okay, sehr gut. So, wenn ich ihn jetzt hier hinpacke, müsste er ja eigentlich alles da eine Weile lang aufhalten können. Ich kann nicht mehr heilen, deswegen musst du jetzt sterben. Warte mal, du kannst ja gar nicht von weitem angreifen. Stimmt. Unser Elfenblut ausgerüstet. Ach, Mann. Ja, du kannst den ja voll einfach. Na, guck mal, was hier noch alles bekommen, ne? Hast du eine Lanze? So, weiter nach oben. Jemand hier? Nein, verdammt, beinahe. Aber ich kann ja trotzdem heilen, ne? Ja. Getroffen damit. Der muss uns jetzt mal hier einholen. Also viele Gegner sind ja nicht mehr da. Kümmer du dich um ihn. Sie tue ich mit dem Langbogen eher treffen als mit den, weil ich die halt kapiert habe, ne? Ist übrigens immer noch am Längen. Ich weiß nicht wieso. Oh, du hast einen Schnitter. Habe ich auch noch gar nicht gekauft, ne? Kann man ja auch kaufen. Ja, komm, komm mal auf mich los. Ja, kein Ding. Schnitter ist mehr oder weniger ein Wode out, nur halt
etwas schwächer. Ich glaube, der Schnitter in diesem Spiel ist sogar stärker als ein Vodau. Ich glaube, der Vodau hat immer mehr Crit und ist ein bisschen schwächer, oder der Schnitter ist ein bisschen stärker und hat dafür aber nicht so viel Crit. Steht hat normalerweise 30 oder 25. Vodo hat dann 5 mehr. Ich komme her. Komm, die kommen auch alle mit den Dings, ne? Alle mit einem Stab noch. Ist ja echt notwendig. So. So, ich sag, da ist so schnell. Ja, genau da wollte ich hin. Oh nein, jetzt ist das auch. Ja, aber ich habe die Situation ja voll im Griff, also. Und daher ein Speer, da kann ich doch bestimmt jemanden hinschicken, der das übernimmt. Hier, wie dich zum Beispiel. Nee, du überlebst das nicht. Ja, du. Großachs, ehrlich. Ich sagen, wenn du okay, genau. Wenn zweimal gekritzt hättest, dann wäre auch gut gewesen. So, und jetzt mach Bullet den fertig. Kann ich die Erfahrungspunkte hier oben liegen lassen, ne? Zack. Wanda. Plus. So, ich kann mich nicht die ganze Zeit mit denen noch aufhalten. Ich muss weitermachen, ja. Meine Heiler brauche ich gerade nicht so unbedingt. Noch einer von euch bis treffen. Danke. Mich relativ sicher fühlen, wenn meine Heiler da oben sind. Oh mein Gott, Erfahrungspunkte. So, wenn ich dich jetzt hier platziere, müsstest du ja eigentlich alle anlocken können, ne? Ich steche dich damit. Dann bewege ich dich nach links. So, Hallöchen, na. Daneben.
Jetzt ehrlich gesagt, der Typ wird irgendwie eher sich bewegen. Oh, oh. Na nee. Selbst ein Crit hätte mich erledigt. Wer hat gedacht, dieser der Kollege? Ja, jetzt macht er das. Warum? Oh, da kommt schon wieder die nächsten. Ja, und du bleibst jetzt hier stehen wie eine 1, ne? Ich lasse dich jetzt hier stehen. Du kümmerst dich um die. Nimmst da keinen Schaden hier, ne? Ne. Also, was ich auch machen könnte. Ich kann ihn hier einsetzen. Einfach so. So, entschuldige, was? Ja, okay. Protection, okay, ja, mach. Und hat erledigt. Selbst den kann sie nicht treffen. Vielleicht sollte ich irgendwie einen Langspeer oder so geben, ne? Oh. Bin ich in Reichweite, oder? The time has come. So. Ich krieg ihn ja auf noch Level. Ich krieg ihn noch auf Level 20, pass auf. Ja, gelacht. Der Kapitel hat eine halbe Ewigkeit gedauert, aber es hat sich bewährt, finde ich. Komm her, du Stück. Ah. Noch einen Nachschlag gefällig. Er ist bestimmt irgendwie den sein. Übersetze ich wahrscheinlich irgendwie dazu, oder ein seiner Krits ist irgendwie auf Englisch so. Ne? 41 Geschicklichkeit 16. Ja. Na, guck mal, die haben Geld. Ich muss die Drachen nur ausrauben. Das sind 2000 Geld. Das ist nicht viel, aber ich brauche es. Ich will es. Da, jetzt erreicht dich. Ist klar. Was geht? Du bloß nicht die Axt fallen lassen. Ich finde immer noch die härteste Crit-Quote. Fire Emblem ist immer noch die von Jacob. Das Fire Emblem Fates. Pick a God and pray. Das ist wirklich voll disrespectful. Time to take out the trash. Weil er war Butler, also natürlich muss er einen so einen Sack, einen so einen Satz haben. So, diese Drachen bewegen sich leider. So, jetzt zock ich einfach hier und mach die platt. Also Drittmeister, ne? Ja. Ja, kann die jetzt eigentlich hier nur beschäftigen, ne?
Wird den jetzt da chillen lassen. So, ist ja überhaupt jemand, der sie wieder hochhält? Irgendwie nicht, ne? Das heißt, ich könnte sie eigentlich abschießen. So, was mache ich denn hier? Diese Drachen, die haben wahrscheinlich, wieder Spezial 39. Das Gegner, das friert den Gegner ein. Ah. Da habe ich ja schon wieder null Bock, ne? Wow. Um dir zu zeigen, wie wenig Bock ich darauf habe, war ich denn jetzt kalt. Aber kann ich mich dahin bewegen vielleicht? Ja. Was so? Ja, du kannst ruhig da stehen bleiben, weil gleich wird der eine Typ nicht mehr da sein. Also keine Frage. Sag. Aber ich habe mich schon darauf eingestellt, dass dieses DLC-Kapitel sehr lange dauern wird, wenn ich da tackle. Von daher, keine Sorge. Kein Ding. Ja, was warte ich, mache ich einfach platt. Mach ich keinen Bock auf deine blöden Angefahren. So, dann habe ich das Geld eingesackt. Cool, warte. Der Typ mit der Stahllanze, keine Ahnung. Reingehen. Du dann, würde ich sagen. Ja, Camilla wird jetzt nicht so schwierig sein, habe ich so ein Gefühl. Und naja. Meine Camilla hätte sich auch irgendwann bewegen müssen, ne? wenn das Spiel will, dass ich mich stresse, ne? Hätten die schon irgendwas gemacht, ne? Aber haben sie nicht. Deswegen nehme ich das hier chillig. Ich nehme die chillige Route. So, da ist jetzt wieder so ein Drache. Ja. Also nur weil du jetzt ja abblocken kannst, heißt das natürlich nicht, dass er zu lange auf dich warten lassen kannst, ne? Oh. Kann natürlich auch passieren. Ich mache immer Sachen kaputt. So, einfach angreifen. Natürlich hat er daneben gehauen. So, mit ihrer, ich merke, sie hat auch keine irgendwie entwickelten aufgeballerten weil nicht Waffen nur so, klar, sie damit nichts trifft, ne? Sie hat eine Stahlwaffe, eine normale, einen Speer, sind gar nicht aufgerüstet und so, und aufrüsten gibt auch immer so ein paar auf so ein paar Trefferbonusse. Ist ja irgendwie klar, dass sie an nichts trifft. Ich habe noch gar keinen Zeitkristall eingesetzt, merke ich gerade, ne? Cool, ey. So, jetzt muss ich irgendwie den Typen hier erledigen, bevor der mir nervig wird. Ich würde den am liebsten erledigen, bevor. Vielleicht kann ich den dazu bringen, dass der irgendwie so einen Klon angreift erstmal. Ich habe einen Wirmtöter, glaube ich, dabei, ne? Mein Hauptcharakter. Und wie effektiv der dagegen ist.
Oder ich kann ihn noch einfach angreifen, bevor er irgendwie dazu kommt, mich anzugreifen. Wow. Die sind definitiv nicht so stark wie diese Drachen. Warte mal, sind das nicht sogar die Drachen, die ich in Tikis DLC bekämpft habe? Nee. Noch viel nerviger. Erst Level 18 mit sie. Wie ist das denn schon passiert? Wie ist das schon wieder passiert, ey? So, und ich würde sagen, sobald wir die alle erledigt haben, ne? Schieß mal Camilla einmal kurz ins Gesicht, ne? Nehmen wir uns da oben so Ding. Los, kann jetzt chillen, ne? Ich habe nie so einen krassen Ritter gesehen oder General, der so viel Schaden einstecken kann. Das wäre absolut gar nichts. Ja, dann an. Die Verstärkungsräume sind noch nicht mal nervig, weil keiner von denen irgendwie ein Donnerschwert oder irgendwie so eine nervige Waffe hat. Also ich kann ja wirklich, ich kann ja wirklich bis zum Ende der Zeit hier mit ihm tanken. So, getroffen. Nächster. Boah, wenn die mehr Erfahrungspunkte geben würden, ne? Dann wäre es so cool. So, er ist natürlich immer im ein bisschen nervig. Hier müssen wir jetzt hier um ihn müssen wir uns jetzt hier immer die ganze Zeit kümmern. Ja, du hast ein Stahlschwert. Wir uns noch ist aber zu weit entfernt von Level. Also hier. Oh. Ich hätte Doppelgänger Bann einsetzen sollen. Ja. Jetzt packe ich dich da ein. Jetzt packe ich euch beide hier so. Oh. Supportpunkte. Cool, ne? So, nachdem wir damit fertig sind, können wir uns um Camilla kümmern. Jemand sagt mir, es wird nicht so schwierig sein. 39 Züge. Und die Level war allgemeiner irgendwie so ausgerichtet im Sinne von, du musst ja die halbe Welt umkreisen, um überhaupt dahin zu kommen. Eik wieder voll. An, da kam jetzt noch irgendwas. Haben wir wieder den hier. Dann für dich platt. Da kommen wir uns so langsam und sicher um Camilla. Hello, 3 Stunden gedauert. Sehr. Ja. Oh. Na. Jetzt gehen wir nicht auf den Nerven hier. Ach ja, ist ja Sigurds Fähigkeit hier. Je weiter er sich bewegt, desto mehr Schaden macht er. Habe ich ganz vergessen. Soll eigentlich den Heimstart am Wander weitergeben. Egal. So, machen wir noch die kurz fertig, ne?
natürlich wieder nicht klappt. Ja, ich treffe sie nicht. Na komm, ich will heute mal Feierabend machen. Man glaubt oder nicht. Ich weiß, mein Spielstil lässt was anderes andeuten, aber ich würde schon gern hier auch fertig sein irgendwann. Warte mal, der eine hat ein Donnerschwert. Ey. Mit ihnen schon jetzt hier reingehen und das Ding einsammeln, ja, die wir schon schießen können, aber mal so. So, haben wir alle Gegner erledigt bis auf die in der Mitte, und das heißt, wir können uns um die kümmern. Das ist das Gefühl, ich werde außer Reichweite sein von Camilla, aber gucken wir mal. Ja, okay, ist gut. Ich habe gedacht, ich habe mal den Schulterknopf gedrückt. Bei den früheren Fire Emblem war es so, wenn du den Schulterknopf gedrückt hast, dann werden die Animationen übersprungen. Vielleicht gibt es ja auch so was, aber leider nicht. Ich habe es noch nicht gefunden. Ist jedenfalls nicht L. L heißt L, der Knopf. L. Taylor. So. So, wir haben Fogado, wir haben Alfred, wir haben, also wir haben eine Menge Charaktere, mit denen wir halt hier reißen können. So, wenn ich euch weit nach oben bewege, dann geht der eine Pegasus Ritter, der hier mal auftaucht, vielleicht auch irgendwann nach rechts anstatt nach oben zu euch, oder? Da macht ihn mal platt. Ja. Aber wenn er jetzt schon Level 10 gewesen wäre mit Dings, ne? Hat sogar, ich weiß jetzt nicht, welcher Knopf das war. Ich habe nämlich alle Schulterknöpfe gerade gedrückt. Ich habe alle Schulterknöpfe zusammengedrückt. Also weiß nicht, mich, ich weiß jetzt nicht, welcher Knopf es war. Ah! Wer seid ihr denn jetzt noch? Und ihr gebt mir natürlich Erfahrungspunkte, ist klar, Mann. Oh. Boah. Warum kommen jetzt auf einmal welche? Stahlanze, Ritter tot. Ist klar, Mann, ey, boah. Da kümmern wir uns in die Augen auch. Es hat jetzt ein Zeichen, dass sie sich bewegt. Da ist ein Zeichen, dass ja gleich keine Leute mehr kommen. Die mehr Erfahrungspunkte. Nee. Na, oh, ich habe da echt gut. Was für eine Stahllanze mit 30 Punkten. Ist klar, es ist noch Leute da kommen. Ey. Na gut, dann machen wir euch auch noch platt. Kein Ding. So gerade Erfahrungspunkte sage ich nicht nein.
Also ich war mit Wanda an der Folge, die mir gepackt hat. So, bei den Magiern muss ich allerdings hier Louis wegpacken. Man kann es nicht mit denen aufnehmen. Okay, er ist nicht der Knopf. Okay, er ist schon mal nicht der Knopf. Sie hat aber euch noch keinen Bock, sich zu bewegen, ne? Ah, es ist ZR, also der hintere Schulterknopf auf der rechten Seite. So, oh. Ah. Okay, cool. Na, guck mal, schon wieder ein neues Level-Up. Macht ja gleich mehr Schaden mit seinen Langstreckenangriff. Ah, ein Ritter tot. Das war schon klar, wieder ein AP. Jetzt wird schon beide davon daneben gehauen. Komm schon. Gehen wir jetzt nicht auf den Senkel. Oh, der eine Typ lebt übrigens immer noch, ne? Hier der Herr, ja. Hier mal gar nicht. Ah. Macht der Schaden. Aber vielleicht ist er auch einfach nur als Silberschwert. Hm, ich habe Hunger auf Eiscreme. Ich muss ja mal Dings einsetzen. Ja. Ich habe ja nicht Dings dabei, ne? Nee. Stärke plus 3, nicht schlecht. So, dann war ich auch erledigt. Sie haben wie so ein Grind hier gerade. Da bitte sagt mir nicht, hier kommen noch mehr Leute. Wenn die sich mal langsam bewegen, würde wäre ein gutes Zeichen. Aber du hast sogar, ja, er hat ja keine Heiler mehr gehabt. Die ganze Zeit mit 67% trifft, ne?
So. Sind 30 Schaden, schafft er nicht Hortensia da? Ja. Ist eigentlich allein schaffen. Dann schicken wir mal ihn hin. So, dann versuchen wir mal langsam hier hinzukommen. Du hast nicht so richtig noch einen Heilstab, oder? Nein, Purgativ habe ich. Purgativs habe ich. Aber ich kann auch so heilen. Ist kein Ding. Ich muss mal gucken, wie weit kann ich damit schießen. Oh Gott, ich reich gar nichts. Diese Aktion reiche ich gar nichts. Irgendwie sieht mit orangen Namen besser aus. Ja. Da kommen immer noch mehr Leute. Immer noch nicht daneben gehauen. Der Mager steht mir gerade ein bisschen im Weg. Dunk, donk. Dünn, 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 dünn. Mein Gott. Ah, ich erreiche ihn nicht von da aus. Weil war ja ein bisschen zu einfach gewesen, ne? Alles klar, was machten sie? Sie macht 1, 2 magischen Schaden von 30. Damit wird sie ja wohl nicht mich erledigen. Mein Hauptcharakter an der Nebenstelle wird das schon klappen. Ich könnte auch mal einmal da Weinwasser einsetzen. Habe ich auch irgendwie nie gemacht. Ach, was? Braucht doch kein Schwein. Da kommen die Magier. Und er steht immer noch da. Manchmal kann ich nicht mit ihnen einfach. Okay, ist gut. So, keine neuen Charaktere aufgetaucht, ne? Nö. So, was, wenn ich D mache? Oh, das ist eine Menge Schaden. So. Habe ich ja schon wieder Mist gebaut? Ich glaube ja, ne? Ey, wandert zur Rettung. Ich habe ja so gemischte Leute. Ah. Was ich dagegen mache, hier legen. Das ist noch ein so ein Ding, das ich schön einsammeln kann, ne?
Muss ich eben noch ein paar Züge warten, aber was soll man machen? Einfach besser spielen. Kann ich aber, hat es jetzt aber auch nicht so gebracht. Noch einmal Kritis. Nee. Ah, ich weiß nicht, ob das reicht. Ich glaube schon. Da wird nicht so, Magie, Ammonie. Ja, was willst du denn? Ich habe ja die letzte Verstärkungssuppe. Langsam war ich es aber auch, ne? Schaffst du mit einem Schlag? Jawohl. Punkte bitte jetzt auch nicht mehr, aber was soll's. Da macht sie platt. So, also langsam können wir mal hier das Ende erreichen. Mein Gott, ey. Ich wollte wieder Erfahrungspunkte mit ihm. Heilung. Das war schon ja irgendwann. Und da Ding mit dir. Wir müssen so jetzt Zeit totschlagen, dass Alfreds Ding wieder geführt hat. Sie wieder. Na, wir sind ja wieder bereit hier, ne? Na, ich vergesse die ganze Zeit die Animation zu überspringen. Jetzt gehen wir hier hin. Mal den hier noch, warum nicht? So. Hey, beinahe wieder. Na, was von da hier?
Ich glaube, wieder Erfahrungspunkte. Ich glaube, du warst kurz vom Level ab, ne? Drei Stunden 44 Minuten. So, aber gleich haben wir es dann echt. Ignorieren wir, müssen wir ja. Siehst aber immer noch Sachen hier am Zerstören. Okay, ist gut. So, was war das? Achso. Ach, jetzt müssen wir hier noch warten. So. Mann, ich brauche ihn eigentlich da oben, ne? Aber er ist der einzige, der die Leute ja one-shotten kann. Und ich wusste, eines Tages wird er daneben auch, ne? Ach. Jetzt kann ich mich mit dem hier aufkloppen. Mein Gott, wenn sie Elfenwind gehabt hätten, ne? Dann wäre es hier viel einfacher. Alter, okay. Jetzt haben wir es aber gleich. Im nächsten Zug geht's los. Zug 50. Nein, daneben. Na, die ignorieren wir jetzt, ist egal. So. Wer ich trifft den von hier aus nicht. Hat gibt es jetzt nicht, aber im den ja mein Doppelgänger bis ja wohl losgehen, ne? So. Ich weiß noch nicht, was irgendwie so drauf hat, so an Fähigkeiten, ne? Kann natürlich wieder nervig werden. So, irgendwas sagt mir, Kamilla wurde nicht angelockt. Mein Gott, komm doch mal auf mich los, ey. Das ist schon mehr Leute. Was ist er denn? 39, ist klar. Ja, das wird jetzt, das wird definitiv nicht passieren. Der wird auf mich loskommen. So, kann er überhaupt überleben? Ich glaube nicht, dass er überleben kann. So. Wow, ich kann sie mit einem Schlag erledigen. Dann machen wir das doch. Machen wir das hier, damit wir ausweichen. Er glaubt sich das halt nicht aus, ne? Aber ja. Sie wird ja nie im Leben ihn mit einem Schlag erledigen. So.
ich nicht hin. Ja, schon wieder hier so voll überall. So. Jetzt kommen sie. Ich kann mich leider nicht bewegen. Aber es hat. Hey, der hat sich auch in Fire Emblem Warriors eingesetzt. Okay, das war nicht so spektakulär. So, ist ein bisschen gruselig hier gerade, aber nichts, was jetzt hier nicht so. Ich kann sie one-shotten. Natürlich kann ich sie one-shotten. Alle Bündnisse aktiviert. Da, so, ich will nicht so 100%. Jetzt nicht so aus, als würde ich die überreiten. Das sieht aus, als würde ich irgendwie voll den Laserstrahl auf die schießen, aber okay. Uh-oh. Okay, ist aber gut, ich kann noch tanzen. Aber sie alles in Feuer umgewandelt hat, ey. Okay, sehr gut. Mein Gott, jeder ist schon hier. Mindestens 8 oder 9. Das war sehr gut. Alles bis auf Resistenz und Figur. Hallo, wir können ja alle noch hochleveln. Oh, ihr habt auch zwei. Oh, ihr seid Dings. Boah, wer war da? Boah, wen hatte sie noch mal als Gefährten? Ich glaube, das war Beruka, ne? Ja, wer war denn noch mal? Weiß ich gar nicht. Ritter mit dem Bogen? Weiß ich gar nicht mehr. Ach, war nicht Severa? Jetzt zum Daryl Girl. Ich glaube ja, ne? Wow. Ich glaube ja, ne? Ich glaube nicht, dass ich dazu kommen werde, die zu erledigen. Weil was hast du denn noch? Eine Silberaxt. Ist eine Menge Autsch. Du wirst eh nicht erledigen.
Das eh nicht erledigen. Das eh nicht erledigen. Was soll ich ja mache? Warte mal, ich muss mich noch mal bewegen. Stehen ja. Nee, sie wird mit einem Schlag erledigt. Den ja. Warte mal, wo ist sie? Dachte ich, bin auch blöd. Hat sich schon von Anfang an hier bewegt. Ey. Mein Gott, wegen dem blöden Feuer jetzt, ne? Ja, du machst immer Platz. Die Werte, die sie hat, denen ist aber ganz schön gut, würde ich sagen. So. Sie mal tanzen. Tanzen. Ja, da war Kavilla fest. Ich würde sagen, du kommst natürlich gleich daran. Mit den Langbogen trifft er auch wie blöde, ne? Von daher. Oh. Aber ich Corin ausgerüstet habe, genau. Dann habe ich irgendwie nie gedacht. Ich habe gar nicht dran gedacht, dass man das machen kann. Das ist cool. Und er macht sie eiskalt, kalt. Okay. Oh nein, ich habe keine Heilung mehr. Mit ihr. Okay, dann habe ich jetzt nicht gewusst, dass die Embleme miteinander interagieren können. Zum ersten Mal hat mir das passiert ist. Sehr cool. Aber wir müssen eigentlich den hier erledigt kriegen, ne? Wenn nicht, dass hier irgendjemand sterben wird. Warum nicht, ne? Beinahe Level ab. Er dürfte eigentlich niemand erledigen können. Oh, sehr cool. Was machst du übrigens hier? Gehen jetzt hier nicht auf Nerven. Jetzt mal.
Warum sollte ich eigentlich nicht die Dinger hier einsetzen, ne? Da. Doppelt den sogar. Stimmt, das soll dann Beruka sein, ne? Und Severa soll die sein, die ich gerade erledigt habe, ne? Stimmt, ich habe Severa auch irgendwie mal zum Ranger gemacht, also im dritte Einheit mit Schwert und Bogen mit Ausrichtung auf mehr auf Dings, ja, Bogen, auf Schwert. So, kann irgendjemand den erledigen? Ich glaube, ich hatte, wir sie noch festlageln müssen, ja. Den Schaden an. Ah, so viele Bandlevel, ja. Ist eigentlich noch genug Leute hier haben, damit er leben kann. Oh ja. Das ist meine Rache. Rache ist ein sehr bitteres Gericht. Na, guck mal, wie viel Bandlevel ich jetzt hier bekommen habe. So, jetzt muss ich nur noch sie erledigen. Oh, what? So viel dazu, ne? Okay, entschuldige. Was? Man. Ja, Mann, mit Dings machst du keinen Schaden, ne? Was ist ja noch knapp, ne? Was? Ich habe gerade Schaden gemacht. Ach, wegen meinem Charakter dabei. Boah. Kacke, hat sie genau da steht jetzt, ne? Krieg ich sie überhaupt dann noch erledigt hier? Ja, ne? Oder vielleicht nicht. Meine Charaktere jetzt hier so blöde platziert sind. Ich habe nicht genug Leute. Aber was macht seinen Rückschlag oder Drehung oder was immer? Ah, das bringt mir nichts. Dann hakt es jetzt, weil ich hier keinen Platz habe, hier sie zu erreichen. Ah. Das müssen wir noch mal festnageln dann. Kein Ding. Mach ich doch gerne.
Ah, keine Rache für ihn dann. Machen wir den Typen eben noch mal platt. Oder die Typen. Komm her. Zack und zack. Vier Stunden. So. Was bin ich alles mache für ein paar Krümel Erfahrungspunkte, ne? Oh Gott. Aber er wird ja nicht angegriffen. Warte, Wanda, wo ist er? Komm, hol dir den, schnapp dir den. Subarashi. So, natürlich geht er mir jetzt hier auf den Nerven, ne? Jetzt ausgerechnet hier jemand noch in der Nähe sein. Alter, wenn du sie jetzt hier wegkriegst, ne? Okay. Na gut. Okay, im nächsten Zug bist du dran. Echt gekettet, ey. Der Sack. Stell dich mal vor, ich hätte ja Erfahrungspunkte bekommen von all denen, ey. Okay, 17. Der willst du auch fertig mal mit dem Crit. Na gut, gehen wir mal da rein. So weiter wohl schaffen. Warum nicht? Entschuldige, was? Mal gucken, ob die beiden eine Kompensation haben. Habe ich denn da für einen Schmetterling über mir? Wirklich, ja, jetzt erst. So. Das ist eigentlich egal. Man da holt er noch. Weiß ich nicht. Wenn wir schon mal hier sind. Großes Opfer. Auch noch ein paar Erfahrungspunkte. Ah, passt. Das ist eigentlich egal, wer den erledigt, wer die jetzt erledigt. Wenn wir aber genug haben, ne? Ja.
Wenn man sagt, sie hat nichts, was irgendwie ja Schwäche durch Stärke durch Schwächen ja reduziert, ne? Doch, doch. Ich mache halt nur so viel Schaden, scheint. So, wir holen sich den Kill. Ich glaube, Marin war relativ gut. Wo ist er denn? Ja. Jetzt holt ihr den Kill ab. Mit dem Silber durch. Hm. Ja. Okay. So, haben wir alle Einheiten noch am Leben? 54 Züge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, 10 Leute, ne? Ah, Louis ist noch auf Level 7, weil er die ganze Zeit da unten gegen die 0 Erfahrungspunkte Kollegen gekämpft hat. Ist echt gar kein Schaden, auch jetzt nicht. Ich greife trotzdem an. Ah, bin ich froh, dass ich das noch gemacht habe. So, dann rein da. Mach sie platt. Okay, sehr cool. Dann hat nur 54 Züge gedauert. Alfred und Lin. Okay. Mein Gott, das hat lange gedauert. 4 Stunden 12 Minuten bis jetzt. Ich weiß, ich hätte das früher erledigen können. Aber ich wollte die Erfahrungspunkte, okay. ありがとうございます。そういうまっすぐなところ、私は好きよ。これからよろしく頼むわね。これからよろしく頼むわね。オッケー。まあ、relativ kurz wieder。暗が立ち込める、この世界に光をもたらすことができるかもしれない。あ、確かに。力だけで、それを成し遂げるのは難しいかもしれません。ですが、神らや仲間たちと力を合わせれば。 必ずできると信じています。それでいいわ。一人でできることなんて、たかが知れてるもの。私一人だったら、お父様を倒そうなんて思えなかったし、白夜王国と高級的な和平を結ぶなんて想像すらできなかったわ。あのこと。As a revelation is canon. そして仲間たちがいたからこそ、あの世界を変えることができたの。あなたも。 仲間たちとの絆を大切にして。はい。これからもいろいろなことを教えてください。本当に素直な子ね。もちろん教えてあげるわ。いろいろなこと。カムイ。あ、カムイ。よろしくお願いします。 兄弟が同じ紋章師になっていて、共に戦えるなんて、こんなに心強いことはありません。またあなたと一緒にいられるのね。はい。これからよろしくお願いします。せっかくこうして再会したんですもの。今日は久しぶりに一緒にお風呂に入りましょう。誤解されるようなこと言わないでください。それに。 紋章師はお風呂に入る必要はありませんよ。あら、そうなの。だったら膝枕をして耳かきをしましょうね。それも必要ありません。もうカミラ姉さんは相変わらずですね。これからはずっと一緒よ。楽しみね、カムイ。 Alles klar. Emblem Camilla. Emblem Camilla besitzt die Macht, Geländeeffekte zu verändern und aus der Luft Einfluss auf das Kampfgeschehen zu nehmen.
Die Synchrofähigkeit Drachenader fügt dem Gelände je nach Einheitentyp Effekte hinzu und zählt Flammen und Miasma. Die Bündniswaffe Donnerachs kann selbst entfernte Gegner mit Magie Schaden zufügen. Die Bündnisfähigkeit Überflieger erhöht die Bewegung und ermöglicht deinen erhöht die Bewegung Beb. danke Spiel und ermöglicht eine Einheit zu fliegen. Das Bündnisangriff Dunkles Inferno fügt Gegner in einem großen Bereich Schaden zu und lässt das Gelände in Flammen aufgehen. Cool, werde ich nie benutzen, weil ich keine DLCs benutze. So cool, Gott, ewig gedauert. Aber ja, habe ich mich schon darauf eingestellt. Die DLCs, sie haben es in sich und ich muss ja natürlich alle Erfahrungspunkte haben. Okay, cool. Aber wir haben es geschafft. Oh Gott, ist sie winzig. Ich weiß, ich sage das jedes Mal, aber Anna ist so winzig, ne? Jetzt so im Kontext mit Butcheron, ne? Wo ich ja riesig ist. Alter, wie alt ist sie? Wir lassen irgendwie, weil ich ein 10-jähriges Mädchen hier in unserer Armee mitkämpfen. Das ist eine Kanalisation, ja. Aber okay. Aber wir haben ordentlich Erfahrungspunkte bekommen, ja, fand ich. Für die 10 Leute, die wir mitgenommen haben, ne? Wir nähern uns hier so dem Maximum Level mit einigen Charakteren. Noch so 11, 12 Level, dann sind einige Charaktere schon auf dem Max Level. Hat irgendjemand schon Sachen maximiert? Wander. Hey, 86 macht, ne? Ich meine, für einen Heiler reicht das. Für einen Heiler reichen diese Fähigkeiten. Ich frage mich, ob die ausgerüsteten Embleme irgendeinen Einfluss darauf haben, welche Werte gelevelt werden. Den so einen ganz kleinen Einfluss darauf haben, wenn die ausgerüstet waren beim Levelaufstieg. Aber da ist ganz chillig. Es müssen Alpakas in der Nähe sein. Ich bin mir zu 20% sicher. Ja, sie schwimmen im Meer. Manchmal kommen sie ja durch die Kanalisation. Ich habe so viele Leute getötet. Das hat mir gefallen. Boah, ich muss mal einen Support mit ihm freischalten, jetzt wo ich weiß, dass er die Stimme von Dio hat. Hoppelhase, bitte nicht mitnehmen. Nur eine habe ich mitgenommen. Ah ja, das gleiche Kapitel gab es auch in Fire Emblem Fates, nur halt, ich glaube anders. Ich kann mich nicht erinnern, dass genauso funktioniert hat wie in dem Spiel hier. Ich meine, sie hat irgendwie so Wellen oder so hat sie irgendwie hier. Mit dem Wasser hat sie irgendwie was gemacht, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Schon so lange her und ich versuche Fire Emblem Fates zu verdrängen. Ja, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht mehr. Aber ich bin euch schon eingeredet hier. Ich weiß gar nicht. Jetzt in der Landschaft malen. Ja. Oh, 250, oh. Und die beiden. Naja. Da unten steht noch jemand. Wurde immer irgendwie noch nicht geklärt, warum sie irgendwie so ein Stern-Tattoo im Gesicht hat. Oder warum Hortensia ein Herz-Tattoo hat. Ist halt einfach nur normal. Kommt Yunaka, kommt sie auch aus Illusia? Ich habe ja erst gedacht, die werden irgendwie miteinander verwandt, oder Yunaka irgendwie so eine geheime
irgendwie so eine geheime Schwester oder irgendwie so was, längst verschollene Schwester von Hortensia oder so, keine Ahnung. So, wir gehen zu unserem Deal. Schon wieder irgendjemand verpasst anzuquasseln. So, dann machen wir ja noch das Nötigste. Guck mal, was für Items und so wir bekommen haben vom Boden. Gehen in die Arena. Und dann sind wir eigentlich völlig für heute. Wir sind 4,5 Stunden hier dran gewesen. Also ich bin 4,5 Stunden. Ich weiß gar nicht, wie viele Parts hat hier sein werden. Wir haben mindestens 3 Parts. Habe ich schon oft gesagt. Und dann waren es dann doch 2, aber diesmal werden es definitiv 3, weil das ist eine Menge. So, oh Gott. Also eine Menge Leute, die ja. Habe ich auch eine Menge Bänder hier hochgelevelt. Nosferatu. Okay. Aber wie viele Gespräche sind da? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bis auf. Also mein Hauptcharakter und Gold Mary haben alle ihre Bänder ja gelevelt, ihre Embleme. あらん。いつかソルムの名所に案内してくださる話ですが、私海に行きたいです。ソルムの青い海を堪能したい。海ね。よし、任せて。戦が終わったら海に行って、みんなで泳いで盛り上がろう。まあ、俺は泳げないけど。あ、意外です。あ、目は2つ。 Cool. Bis dass ja einer wird um einen Schritt verringert, dass damit sie eingesetzt werden kann, ne? Sonst verstehe ich das irgendwie nicht so, was die damit meinen. おはよう。今日も爽やかないい朝だね。おはよう。って夜明け前よ。朝というか、むしろまだ夜って感じだけど。Okay, das Manikati. Eine ultimative Waffe ist wahrscheinlich das Soul Kati, ne? ベレト殿は士官学校の先生をしていたんですよね。立派な騎士になるための助言をいただけませんか。助言と言えるかわからないが、自分が知っている騎士は皆心の中に芯を持っていたな。Du erinnerst mich an eine andere Blondine, die auch ein Ritter werden wollte. So, war noch nicht mal, ja, nicht die von den Eintönen vom Balfus. アルフレッド様となかなかお似合いかもしれませんね。確かにアルフレッドは相当な実力者だからな。いつかは手合わせをしてみたいものだ。手合わせをしてみたいものだ。手合わせをしてみたいものだ。手合わせをしてみたいものだ。手合わせをしてみたいものだ。 Und
So, Urban, das ist also von Ikes Vater hier, ne? Nicht das Ragnel. Alter. Was redest du da, Kollege? Für mich geehrt. So, dann haben wir noch Supportgespräche. Dieser Part wird nie enden. So, wen haben wir denn? Ja, Celine, Hortensia und Fogado. Ah, zwei Prinzessinnen. セリーヌ王女、ふむふむ。へえ、なるほどなるほどね。これは強敵ね。でも私だって負けてないわ。オルテンシア王女、先ほどから何を？よし、いけるわ。いけるいける。正直に言うとほぼ互角って感じだけど、初めから認めるわけにはいかないわ。だってこれは勝負なんだから。 負けるわけにはいかない大事な勝負。はあ、勝負だからこそ今は不都合なところには目をつぶって高らかに宣言するのよ。セリーヌ王女、恐るるに足らずよ。可愛さだけじゃないわ。何もかも私の方が勝ってる。何をおっしゃるのかと思えば、オルテンシア王女はいつも元気ですね。 元気ですって。ふんだ。そうやって余裕ぶるのも今のうちよ。これからいっぱい私の方が優秀だって証明してあげるんだから。ファンタボリー。Konstanze wäre stolz. おお。でも、そうと思ったのだけれど、いいな。私にもあんな可愛い妹がいたらな。 Okay. Na dann Celine und Fogado. Wieder zwei Kronen. Ja, nicht Kronen, weißt du? Zwei Prinzessinnen. Also die Leute, die nicht Kronenprinzen oder Prinzessinnen sind. Oder Thronerben. お世辞じゃないんだけど、信じてくれない感じか。そうだ、今からお茶でもどう？セリーヌ王女は紅茶が好きなんでしょ？え？ソルムとフィレネの王族同士交流を深めるのも大切だと思うんだよね。価値観の違いとかって新たな刺激にもなるしさ、お互いのためにもなると思うんだけど。 公益で栄えたソルムの方らしい考え方ですね。そういうことですが、ごめんなさい、今日のところはお断りしますね。フィレネの民は本来牧歌的な生活を好み、あまり冒険に出る気質ではないので。俺とお茶を飲むのが冒険ってこと？ええ、それもかなり危険な冒険です。それでは。 Eiskalt. Ich glaube, das war die respektvollste und freundlichste Art, einen zu sagen, ich kann dich nicht leiden. Okay. So. Gucken wir mal, kann ich jetzt hier... Jetzt kann ich wieder Weibern reiten. Ich weiß nicht, warum das letzte Mal nicht zur Verfügung stand. Vielleicht war kein Charakter irgendwie da, der irgendwie mir... Ja, Wanda war, glaube ich, irgendwie beim Training hier, ne? Deswegen, er war... Also, er stand hier, ne? Also, keine Ahnung, ob David was zu tun hat, dass er irgendwie besetzt war oder so. So, was wollte ich hier nochmal? Ach so, vom Brunnen, ja. Brunnen da oben. Gott, der jetzt ausgespuckt hat, ne? Mit Stufe 3 war das, glaube ich, ne? Oh, grün.
Stahllanze, Novizenbuch, Elfenflut und Elfenlicht. Ich möchte nicht mehr erinnern, was genau ich da alles reingepackt habe, aber ich glaube, da war jetzt nicht so viel besser. Mal schauen. Na gut. Ah, nee, Arena. Gehen wir noch in der Arena und machen jemanden platt. Tun vielleicht noch mehr Supports freischalten. Und dann gucken wir mal, wie trainieren wir denn hier? So, keinen von den Leuten, die ich gerade dabei hatte, weil die sind schon voll hochgelevelt. So, schon jeder auf. Ne, ich habe Level 5. Butchern. Stufe 5. Clan. Wäre es dann schwieriger zu leveln? Ich würde sagen, Butcheron, ne? Dann gehen wir mal mit Butcheron rein. Das wird schon klappen. Doof. Oh Mann. Die standen gerade noch nebeneinander und ich habe noch verglichen, wie groß die sind, ne? Dann kämpfen sie schon direkt ineinander und ich habe es persönlich genommen. Oh, da ist eine Feuerlanze, die mir keinen Schaden macht, weil du nichts an Magie hast wahrscheinlich, ne? Ich bringe dich und dein Pferd um. Hm, was riecht denn hier so lecker? Ich glaube, Bundet ist wieder irgendwo am Kochen. So, okay, kriegen wir ein Level up mit ihm locker. Oh, Kampf der Berserker. Donk. Vielleicht hat eine Silberaxt, ne? Normalerweise hätte sie ihn eigentlich fertig machen müssen, weil sie viel mehr Stärke hat. Wir hatten eine Silberaxt, eine aufgepowerte. KP plus 2, was? Das heißt, er hat einen HP-Wachstum von über 100. Und sonst würde das nie im Leben passieren. Das ist aber krass. So, und die haben wenigstens einen Support freigeschaltet. Cool. Sag mal. Warum sind eure Muskeln so groß? Ich habe keine Ahnung. ご存知の通り、私はソルム王国の第一王女に仕える身。王家に失礼のないよう、常にお礼儀作法には気をつけておりますですわ。ですが、まだまだ不安な部分がたくさんあるのでございますです。そこで、ブシロンさんにフィレネ王国のお礼儀作法について教えてほしいでございますですの。礼儀作法？お、別にいいが。ありがとうございます。俺もソルムの礼儀作法には興味がある。 Auf die Bildung. Okay, cool. Gut, also war ja fertig, ne? Mein Gott. Hat ja auch lang genug gedauert, ne? So, ich habe immer noch voll wenig Geld. Ich weiß nicht, wie ich das immer schaffe, ne? Ich habe schon gar kein Geld mehr aus, weil ich mir nichts leisten kann. Wie soll man denn bitte schön hier die ganzen Dinger hier hochleveln, hier diese Länder, diese Spenden, aber wie soll man das bitte schön in jedem Leben schaffen? Da ist wahrscheinlich nur gedacht, wenn man irgendwie ja Nebenkämpfe ja macht, ne? Wenn man ja Fechte und so farmt.
Also das könnte ich mir unmöglich vorstellen, wie man das schafft, alle Dinger hier irgendwie zu leveln oder so. Aber ich kam nie mal auch nur annähernd irgendwie an so viel Geld ran in letzter Zeit. So, gut. So, für mich war es das aber heute. Mein Gott, aber ganz schön lange. Wir werden definitiv mindestens 3 Parts, vielleicht sogar noch 4, ne? Mal schauen. Und ja, in der nächsten Folge machen wir mit der Story weiter. Dann sind wir in Kapitel 20. Der Dings ohne Thron, ne? Schloss ohne König, genau. Fast. Ja. Gut, sind schon 5 Stunden. Alles klar. Dann machen wir das beim nächsten Mal. Und ja, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich unglaublich freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Kowski.